Hiho und willkommen zurück, meine lieben Strategiespiel- und Siedlerfreunde, zu Die Siedler 6, Aufstieg eines Königreichs. Wir sind immer noch in der Mission Juhar, auch wenn die Auftragsliste hier wie immer noch ein bisschen buggy ist, naja. Und sind dabei, eine Siedlung aufzubauen und Baron werden. Ja, hier das Loch müssen wir noch schließen. Hier müssen wir nichts schließen, weil wir bauen ja hier Verteidigungen auf. Da oben sollte eigentlich nichts reinkommen, nein. Ja, wir sollten jetzt mal gucken, dass wir das Eisen hier besorgen. Machen wir gleich eine Eisengroßproduktion. Wobei, nee. Unsere Stadt wird nun von einer Mauer geschützt. Nun sind wir bereit, mit Chuaha in Kontakt zu treten und gegen die Belagerer vorzugehen. Machen wir es lieber so. Ich glaube, ihr seid nun bestens vorbereitet, um uns zu helfen, diese Belagerung zu beenden. Ich werde vor meiner Burg auf euch warten. Crimson Sabbat greift unsere Stadt mit Trebuchets an. Schleicht hinter die feindlichen Linien und findet heraus, wo diese schwere Kriegsmaschinerie steht. Ja, entdecken diese Gebiete hier. Und das Gebiet entdecken. Aber ja, wir wollen ja erst Baron werden, hieß es. Wir haben jetzt hier auch eine Mauer. Es fehlt eigentlich nur noch hier die Mauer, um uns zu schützen. Und ja, dafür haben wir die Holzfällerhütte etwas doof platziert. Und wir hatten irgendwo ein. Ein Jäger sucht vergeblich nach Jagdwild. Eigentlich nicht, da spawnt doch schon wieder ein neues Zebra. Jawohl! Ja, wo haben wir hier wilde Tiere? Das würde ich gerne wissen. Da. Auf euren Befehl! So, die mal ausbauen und sobald wir dann Eisen reinkriegen, können wir mit der Eisenindustrie anfangen. Ah, wie sieht's aus wegen der Beförderung? Die Burg muss ausgebaut. Achso, wir sind ja schon Baron. Ja. Hier könnten wir einfach zumachen, das will ich allerdings nicht. Okay. Auch wenn das jetzt etwas schmerzhaft ist, müssen wir dich leider einreißen. Nicht aufgeben! Jetzt erstmal wir werden angegriffen. Hier das Torplan. So. Und jetzt können wir dich. Eigentlich eher hier hinsetzen. So. Gut. Da oben noch eine Jägerhütte. Hin. Und ja, da das hier so schön frei aussieht.
Nur drei, nur vier Felder, das kann nicht sein. Wir werden da mehr unterkriegen. Ja, fünf, das sollte genügen. So. Jägerhütte ausbauen, das ausbauen. Das erste Eisen wäre bereits da. Die neue Holzfällerhütte jetzt ausbauen. Sofort! Alles klar! Tordal nach hier oben schicken, weil den Sektor hätte ich als nächstes gerne. Dann kommen wir nämlich hier an. Ne, die Fische kommen wir von hier aus. Ah. Das ist Dörf. Und die Fische sind in dem Sektor hier drüben. Hier unten wären wieder Tiere. Aber wir haben dann schon drei Jäger, also so wichtig ist das nicht. Und ja, der Fisch ist leider bei unserem Handelspartner drüben. Deswegen verkaufen die Räucherfisch. Ah. Gut, kümmern wir uns mal, da wir Kleidungsprobleme haben. Also ja, wir haben nur einen Gerber. Erstmal noch eine zweite Gerberei. Dann sollten wir uns um Schafe bemühen. Alles klar! Schon unterwegs! Wie ihr wünscht! Und schön das Ausbauen nicht vergessen. Und ja, hier hätten wir nochmal Wild. Von daher, Wild bräuchten wir nicht so wirklich. Wir bräuchten eher Fische. Und ja, die Fische wären in dem Territorium hier. Hier wäre halt auch nochmal Eisen. Zwei Schafherden sollten genügen. Oh, und da reicht der Platz nicht für die Schäfchen. Okay, hier ist definitiv zu uneben. Wo könnten wir dich noch hinpacken? Hier haben wir halt für Weizen. Oh, haben wir schon Weizen? Ja, ein bisschen. Ich warte noch bis ein bisschen mehr, dann können wir gleich zwei Bäckereien bauen. Warum
wir hier einmal herum. So. Weizenfarm hier, hier hin. Fast. Also Schaffarm hier hin. Hier passt aber keine Weide mehr hin. Ärgerlich. Dann machen wir es so. So. Reißen dich nochmal ein. Nein, das ist eine Kuhfarm. Ich brauche die Schafsfarm. So. Jetzt aber. Und wir sehen, wir brauchen Nahrung. Halten wir uns mal mit einer Ladung Fisch hier über Wasser. Wir brauchen auch dann wieder Geld. So, die Schafe kommen. Irgendein Schaf hinkt mal wieder hinterher, habe ich gesehen. So, Bogen und Schwertmacher. Da müssten die beiden Kasernen eigentlich gut daneben passen. So, genau. Perfekto. Gut, nächster Schritt. Ein Karren ist angekommen. Er bringt Güter von weit her. Das dann nicht unbedingt, aber die Straße hier können wir aus. Die Straße und ja, die Straße hier auf jeden Fall. Ein Steinbruch wird bald erschöpft sein. Kein Problem, dafür haben wir. Ja, noch ein Ersatzsteinbruch hier hinten. So, da fehlt noch ein Schaf. Das müsste irgendwo unterwegs sein. Also ja, Tordal. Wirst du das Territorium dann doch einnehmen? Ach, guck mal, hier wären ja Schafe gewesen, die ich mir einverleiben hätte können. Aber egal, wo ich hin und hin biege und drehe, habe ich keinen Platz mehr für eine Schafsweide. Schade darum. So, die Bäcker sind ausgebaut. Wir haben jetzt wieder Essen. Ja, den Schäfer weiter ausbauen. Das Territorium einnehmen, dass wir an den Fisch kommen. Auf euren Befehl!
Und dann werde ich jetzt einfach mal erkunden gehen.